Servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ein FIFA 21 Squad-Builder, der erste, und zwar beschäftigen wir uns mit potenziellen Starter-Teams. Zum einen ein Team, das ich mir unter Umständen baue am Anfang. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Competitive Season nächstes Jahr aussieht. Ist es so, dass EA uns Teams für die Qualifier stellt, oder müssen wir halt wieder selber mit eigenen Teams spielen, also auch reincashen, was einfach als Profi sein muss, sonst hast du auf diesem Level keine Chance, weil du einfach so einen krassen Teamnachteil hast. Über die Sinnhaftigkeit möchte ich jetzt gar nicht diskutieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber man muss sich den Gegebenheiten anpassen. Dieses Team auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ein kleines Low-Budget-Team. Etwas günstiger, was man zum Beispiel, ich werde ja auf der PlayStation Road to Glory machen, das werde ich auch regelmäßig bei YouTube festhalten und hochladen, deswegen ein Team, das wir uns da vorstellen könnten für den Anfang. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein, viel Spaß. So, da sind wir auch schon. Wir nutzen den Footbin Squad Builder, 4-5-1 bauen wir, mein Team jetzt, das ich mir so vorstellen könnte, beginnt Position für Position durch. Ich erzähle ein bisschen was dazu, zu den Leuten, warum ich wen wähle und was unter Umständen anders laufen könnte. Wir fangen einfach mal mit dem Linksverteidiger an. Dort nutzen wir auf jeden Fall Ferland. Und die letztes Jahr schon eine absolut überragende Karte. Ich glaube, im 80er Rating wird, denke ich, so am Anfang der vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja der beste Linksverteidiger sein. Da muss man sich nichts vormachen. Wahrscheinlich 5 Sterne Weak Foot. Also der ist eigentlich gesetzt. Als Innenverteidiger nehmen wir, wenn es vom Rating und vom Preis her, vom Budget her passt, Raphael Varane. Immer am Anfang die Goldkarte, einer besten Innenverteidiger im Spiel, hat dazu einen Perfect Link zu Mondi und sollte gesetzt sein, passt es nicht, wird er durch Militao ersetzt. Das wäre so die Option, wo das Rating ein bisschen runtergeht und was auch ein bisschen günstiger ist. Als rechten Innenverteidiger, denke ich, werde ich mit Joe Gomez gehen. Jetzt werden die meisten sagen Virgil van Dijk. Ich denke, dass es Restriction gibt und dann ist ein Innenverteidiger mit einem 90er Rating wie van Dijk einfach zu hoch oder was er hat. Also das ist zu hoch und er ist natürlich auch wesentlich günstiger, der Gomez. Als Rechtsverteidiger, da bin ich noch ein bisschen unsicher, aber aktuell ist meine Tendenz Kyle Walker. Das liegt daran, wie ich das Team bauen möchte. Die Alternative aus der Premier League wäre Cancelo, aber ich glaube, da ich eher erstmal ein bisschen mit einem defensiveren Außenverteidiger rangehen möchte, einer, der etwas sicherer hinten steht, als jetzt in dem Fall Cancelo. Andere Alternative wäre natürlich Semedo, dann müsste man über La Liga gehen. Letztes Jahr absolut P ist auch eine Alternative, gerade wenn man das Rating ein bisschen drücken möchte. Als zentralen Mittelfeldspieler nehmen wir Patrick Vieira. Ich bin eigentlich nicht so der Vieira-Fan. Die meisten, die meine Streams verfolgen, wissen das. Ich stehe eigentlich auf Mittelfeldspieler, die beweglich sind, die gut passen können. Das sehe ich bei Vieira nicht. Aber am Anfang von jedem FIFA-Teil macht er einfach defensiv eine Menge weg. Das ist so mit seinen langen Beinen, mit seiner Präsenz. Da ist der richtig stabil. Da führt fast kein Weg an ihm vorbei. Natürlich gibt es eine etwas teurere Variante. Die werde ich euch gleich auch vorstellen. Wir fangen jetzt aber erstmal mit der günstigeren Variante an. Ich denke, so ist bisher alles klar. Das ist natürlich nicht das System, das ich spielen werde. Man muss schauen, welche Systeme funktionieren, aber es ist immer darauf ausgelegt, dass man 4 Offensivspieler hat. Also für 4-2-3-1 braucht man 4 Offensivspieler. Ich zeige 5, ich meine 4. Für 4-4-2 braucht man 4 Offensivspieler, 4-4-4-1-1 und. Deswegen 4 Offensivspieler, 2 zentrale Mittelfeldspieler und dann die Viererkette. Machen wir mal links weiter, ist jemand, den ich zu 100% holen werde. Jedes FIFA unglaublich viel Spielspaß, eine richtig gute Karte, weil er einfach, ja, 5-5, sehr beweglich, sehr starkes Dribbling, ist Neymar, linkt auch sehr gut zu Mbappé, Kylian Mbappé. Die beiden sollten auf jeden Fall gesetzt sein. Mbappé als Coverstar noch stärker als letztes Jahr, denke ich. Werden schon einiges kosten, ich rechne schon bei den beiden 800.000, 900.000 mit. Letztes Jahr war, glaube ich, Neymar so 650 auf der Box. Mbappé so 800, ich denke, es ist vielleicht ein bisschen teurer, um den Dreh wird es auch wieder sein. Hier kommt eine Ikone hin und das ist Eusebio. Warum Eusebio? Also ist natürlich wesentlich günstiger als R9, trotzdem sehr teuer. Ich habe ihn letztes Jahr am Anfang für 2,4 geschossen. Ich hoffe, dass man den auch am Anfang dieses Jahr wieder für den Preis bekommt, wenn man schnell handelt. Ich bin ein riesen Eusebio-Fan. Ich habe am Ende noch den Moments gespielt. Auch bei den Events hätte ich am Ende den Moments gespielt. Ich mag den sehr, sehr gerne, super beweglich, 5 Sterne, schwacher Fuß. Ist bei mir eigentlich immer gesetzt und halt wesentlich günstiger als als R9. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Fangen wir an, welche ich mir vorstellen könnte. Das wäre hier Cristiano Ronaldo. Das Problem ist, dass wir mit Neymar einen Flügelspieler haben und die anderen Offensivspieler, also Mbappé, Eusebio, Ronaldo, zentrale Karten sind. Das heißt, zwangsläufig muss einer Offcamp spielen. Ich möchte nicht mit Mo Salah zum Beispiel spielen. 3 Sterne, schwacher Fuß. Ist nicht so meins und es gibt nicht so wirklich gute
rechte Mittelfeldspieler oder rechte Flügel. Deswegen Cristiano Ronaldo hat auch mit 7 Chemie verdammt gute Stats. Ich glaube persönlich, dass es das Jahr von Cristiano Ronaldo wieder wird. Letztes Jahr war ja nicht so mein Fall, weil es eher so kleine wuselige Spieler waren. Aber dieses Jahr sind Kopfbälle wieder wichtiger. Er hat ein sehr gutes Player-Model, ist sehr präsent, sehr gutes Dribbling, 5-Sterne-Skills. Macht da vorne einfach, wenn er die Chance bekommt, viele Dinger weg. Deswegen, ich werde auf jeden Fall mit Cristiano Ronaldo gehen, denke ich. Ich rechne so mit 1,2, 1,3 Millionen, könnte sogar teurer sein, ich weiß es nicht. Aber die Karte ist für mich Pflicht. Vorne drin gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Das hier ist natürlich mein zweiter Mittelfeldspieler, mein Sechser, mein ZM. Und ich tendiere aktuell zu Bruno Fernandes. Warum? Die meisten wissen es, ich brauche einen Sechser, Achter, der defensiv sehr stabil ist, das ist Vieira, und einen, der offensiv gut was kann, das ist Fernandes. Wenn man dem ein Shadow drückt, dann funktioniert er da gut. Man könnte auch alternativ mit Pogba gehen, wäre auch sehr stark. Ich glaube aber irgendwie, dass Pogba dies ja nicht so gut sein wird, deswegen tendenziell eher Fernandes. Oder aber man könnte auch Kevin De Bruyne hier installieren und mit Cristiano Ronaldo tauschen. Dann wäre De Bruyne auf 7 Cam, was auch in Ordnung wäre. Aber ich glaube einfach, dass das Rating, das passt nicht. De Bruyne mit dem Shadow würde auch am Anfang mit Sicherheit funktionieren. Hätte ich auch riesen Bock drauf. Ich finde KDB unglaublich geil. Aber mal schauen, das ist meine erste Tendenz. So stelle ich es mir vor. Je nachdem, wie viel reingecashed wird und wie viel Packluck man hat, gäbe es natürlich eine Alternative, die noch besser ist, aber auch wesentlich teurer. Die möchte ich auch euch vorstellen. Da passiert gar nicht so viel. Ich würde Patrick Vieira raustun, würde dafür N'Golo Kanté installieren. Gute Stats als Abräumer auf jeden Fall solide. Ähnlich wie Vieira, halt nur etwas schlechter, weil auch kleiner, aber trotzdem sehr, sehr gut. Fernandes würde rauskommen und es würde Ruud Gullit reinkommen. Das wäre natürlich der absolute Traum, Gullit und Eusebio am Anfang, aber kann ich mir gerade schwer vorstellen, dass von den Coins her passt. Wer weiß, vielleicht hat man ein bisschen Packluck, aber das ist so ein Team, das wäre natürlich am Anfang ein Traum. Dann könnte man überlegen, ob man vielleicht sogar Ruud Gullit auf 7 Chemie spielt und Cristiano Ronaldo voll. Das würde auch passen, je nachdem, was man präferiert. Im Tor ist man relativ frei, man könnte Lloris reinstellen, man könnte Allison reinstellen, also den Torwart will ich mich jetzt gar nicht so festlegen. Eigentlich ist der Torwart auch immer eine Position, wo man gut das Rating drücken kann. Ich glaube, dass auch schlechtere Torhüter vom Rating her gut performen werden. Dementsprechend mache ich mir da jetzt nicht so die Gedanken drüber. Das ist das High-End-Team am Anfang, was natürlich ein Traum wäre, aber auch das andere Team mit Vieira und Bruno Fernandes wäre sehr, sehr stark. Das zu meinem Team. Jetzt wollte ich euch aber noch ein anderes Team vorstellen, da ich mir gut auf der Road to Glory PlayStation vorstellen könnte, was vielleicht für euch auch interessant ist, für die Leute, die nicht Pay-to-Win unterwegs sind, und da schauen wir jetzt mal rein. Das zweite Team bauen wir im 4-3-3, die dritte Variante, damit wir hinten bei den Außenverteidigern und den Sechsern im Innenverteidiger das Dreieck haben. Es ist ein Team, ich kann nicht genau einschätzen, wie viel es kosten wird. Ich glaube, dass es möglich ist, wenn man ordentlich grindet. Einige Spieler, die echt OP sind, nicht so teuer sein werden. Es gibt natürlich viele Varianten, aber wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem. Und zwar werden wir hier hinten in der Ecke eine Bundesliga-Achse machen, die dieses Jahr echt gut funktionieren könnte. Und zwar bestehend aus Schweizer Spielern. Das ist einmal Akanji, Mbabu und Dennis Zakaria. Ich weiß nicht, wer von euch die Zakaria-Karte gesehen hat, aber die ist absolut krass. Richtig gute Karte, also wirklich OP. Die könnte ich mir auch in anderen Teams vorstellen. Wir bauen jetzt gerade hier im FIFA 20 Squad-Builder. Deswegen nicht wundern über die Ratings und das Design der Karten. Es ist aber einfach so, dass in der 21-Datenbank noch nicht alle Karten drin sind. Deswegen macht das keinen Sinn. Und dann mache ich es lieber so, als irgendwelche Plätze offen zu lassen. Hinten rechts haben wir ein Dreieck, das damit vollkommen abgesichert ist, voll ist. Wir müssen noch kurz was ändern. Wir bauen nicht im 4-3-3, sondern wir bauen im 4-3-2-1. Mein Fehler, läuft aber aufs Gleiche hinaus. Hinten rechts Innenverteidiger und ZDM oder ZM, die Bundesliga-Achse. Auf der anderen Seite machen wir es ähnlich. Da gehen wir mit einer Serie A-Achse. Romagnoli, Hernandez, wo haben wir ihn? Da, und den guten Ante Rebic. Ich glaube, am Anfang eine Karte, die man auf jeden Fall gut spielen können wird, weil er verdammt viel Pace hat. Hernandez auch solider Außenverteidiger, viel Pace. Romagnoli sehe ich da so als einzige Schwachstelle. Ich glaube, dass die Karte mehr Pace haben wird, so um die 70. Auch das ist wenig. Aber wie gesagt, mit dem Budget muss man Abstriche machen. Und ich denke, dass das so ganz gut funktionieren können. Im vorderen Bereich gehen wir dann mit La Liga. Und zwar im zentralen Mittelfeld mit Valverde.
Wer die Karte gesehen hat, hat, glaube ich, ein 83er Rating. Absolut krass. Richtig gute Werte, die stelle ich mir sehr stark vor. Wird auch dementsprechend kosten. Sehr, sehr gute Karte. Flankiert wird er von zwei Real Madrid-Spielern. Einmal Vinicius Junior über links und Rodrigo über rechts. Ich glaube, bin mir aber nicht sicher, also kein Gewähr jetzt dafür. Wir nehmen jetzt einfach mal diese Karte, dass er eine rechte Flügelposition haben wird. Hoffe ich, sonst müsste man nochmal gucken. Vorne drin arbeiten wir dann mit Joao Felix. 5-Sterne-Skills könnte ich mir am Anfang auch sehr stark vorstellen. Als Wandspieler, als Kopfballspieler könnte ich mir schon gut vorstellen, dass wir den da installieren. Im Tor hat man dann mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, man könnte mit Donnarumma gehen, man könnte aber auch mit Birki gehen. Ich glaube, ich würde jetzt zu Donnarumma tendieren und dann sähe das Team so aus. Ich glaube, es ist extrem stark. Sehr viele OP-Spieler, wie viel es kostet, schwer einzuschätzen. Wird schon einiges kosten, aber ich denke, das ist etwas, was man am Anfang hinbekommen kann. Ich würde gerne mal eure Meinung zu den beiden Teams wissen. Gerade die, die auf der Low-Budget, auf der Road-to-Glory-Schiene unterwegs sind. Was für Teams könntet ihr vorstellen? Was würdet ihr ändern? Lasst das gerne mal in den Kommentaren da und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein!